Ja, willkommen zurück bei We Are Football. Im letzten Part leider nur ein Punkt geholt. Keines der letzten fünf Spiele gewonnen. Jetzt geht es gegen den SC Freiburg in der englischen Woche. Meistens kam der Dreier ja, wenn man ihn brauchte, zum rechten Zeitpunkt. Dass ich jetzt hier mal auf einen Sieg hoffe. Die Niederlage gegen Bielefeld war sehr ärgerlich. Ansonsten haben wir noch 9 Tage bis zum Deadline Day und können im Zweifel noch dagegen steuern. Alle mit einer Stärke unter 7 fliegen aus dem Kader, außer Pavlenka. Gut, der hat sowieso mittlerweile wieder Stärke 7. Das heißt, Bomb muss raus. Möwald rückt in die Startformation. Und nach dem Selke geht auch raus. Wolte Made kommt rein, der hat gut gespielt zuletzt. Ist in bestechender Form. Und nach den jüngsten Pleiten wird jetzt hier auch mal generell viel gewechselt. So, ich stelle jetzt einfach mal stumpf nach den Stärkewerten auf. Kepere Selassie kommt auch wieder rein. Sind alle wieder einsetzbar. So spielen wir jetzt einfach mal gegen Freiburg. Vor 35.000 Zuschauern, 9 Grad. Dominik Hülz, der Schiedsrichter, kriegt Christian Streich. Hat in den letzten 4 Spielen nicht verloren. Der 14. gegen den 7. So, nach dem schlechten Spiel zuletzt haben wir bei den Fans wieder etwas gut zu machen. Let's go. Hier ein Dreier und alles ist im Lot. Hier eine Niederlage und alles ist im Kot. Zitat Goethe, auf geht's Freiburg, kämpfen und siegen. Die Freiburger Fans machen mehr Stimmung. Die Bremer Fans wahrscheinlich noch zu Recht pissig. Füllkrug legt ab, Herr Koppel auf Walter Mann und er versenkt den Ball im Eck und bedankt sich für den Aufstellung. Und direkt wenige Minuten später wollte Made, der macht viel Alarm. Auch in den letzten Spielen schon. Bettencourt steht leider im Abseits. Ja, in Führung gegangen sind wir in den letzten beiden Spielen auch. Gewonnen haben wir nicht eines dieser Spiele. Deswegen, meine Freunde, bitte nachlegen. Heinz sieht gelb. Die Freiburger Fans machen immer noch Wahnsinnsstimmung. Aber unsere Mannschaft macht auf dem Platz Stimmung. Freiburg bisher völlig abgemeldet und offensiv wird hier einiges geboten. Füllkrug nämlich mit dem 2:0 nach Vorlage Bettencourt und das Tor zählt. Das ist auch ein Auftritt. Ja, die Freiburger Fans, denen kann man keinen Vorwurf machen. Der Mannschaft schon, die haben nämlich kein einziges Mal aufs Tor geschossen. Wir führen 2:0 und sind auf dem Weg, wieder einen Dreier einzufahren. Aber hier ist noch lange zu spielen. Da sind jetzt nämlich dann doch die Freiburger hier in der zweiten Halbzeit. Höfler auf Lingard, flankt Pedersen, Ex-Bremer, oh, knapp vorbeigeköpft. Von Nainggolan. Nils Pedersen, alte Kante. Höfler. Exotischer Name. Pedersen! Ah, Campino kann halten. So, wir wechseln mal ein paar Mal. Schönfelder kommt mal zum Einsatz für Möwald. Außerdem kommt Groß für Eras rein. Ein paar frische Beine. So, einmal nachlegen, liebe Freunde, dann dürfte das. Dürfte die Messe gewesen sein. Groß, da ist er direkt, der Füllkrug. Oh, Wolte Made und der schießt knapp vorbei. Bei einem Torhüter namens Müller muss ich immer an Heinz Müller denken. Damals Pimmel Heinz genannt. So, der Playboy. Was ist aus ihm eigentlich geworden? Das muss ich gleich erstmal recherchieren. So, wir wechseln mal. Friedel kommt für Gebre Selassie. Park kommt für Cruz. Und Fionoke kommt für Moisander. Das riecht doch stark nach Sieg. Das wäre ja auch wunderbar. Till schießt an den Pfosten und vom Pfosten zum Glück ins Aus. Noch ist das Spiel nicht vorbei, meine Damen und Herren. Park sieht gelb. Ihr könnt nach Hause fahren. Ihr könnt nach Hause fahren. Ihr könnt nach Hause fahren. Gelbe Karte für Friedel. Gewinnen wir dieses Spiel sogar zu 0 nach einem 1:1 im Hinspiel. Wolte Made sieht auch noch gelb. Carmo sieht auch noch gelb. Jetzt bricht hier so ein bisschen eine Kneipenschlägerei aus und wir gewinnen tatsächlich mit 2:0 gegen Freiburg. Wie so oft ein Sieg
der die Krise dann im Keim erstickt. Aber nach wie vor haben wir nur 3 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz, deswegen war der Sieg auch bitter nötig. Aber dennoch tut das natürlich gut. Dortmund gewinnt 3-1 gegen Hoffenheim, die bleiben weiter in Schlusslicht. Stuttgart spielt 0-0 gegen Hertha. Leipzig gewinnt 3-1 gegen Augsburg. Wolfsburg gewinnt 4-2 gegen Gladbach. Auch die bleiben auf einem Abstiegsplatz. Union gewinnt 2-1 gegen Schalke. Wir gewinnen 2-0 gegen Freiburg. Leverkusen gewinnt 4-0 gegen Mainz. Bayern gewinnt 1-0 gegen Bielefeld. Und Frankfurt gewinnt 3-1 gegen Köln. Frankfurt damit auf Platz 2. Ja, wie so oft die Bayern außer Konkurrenz, aber ein spannender Kampf um Platz 2. Das sind nämlich 3 Teams mit jeweils 36 Punkten. Frankfurt, Leipzig und Köln. Wolfsburg auf dem Relegationsplatz, 3 Punkte hinter uns. So, in der 11 des Tages, Romano Schmid, seit langem mal wieder ein Spieler von uns. Was ist denn jetzt hier unsere, jetzt haben wir hier die Serie reißen lassen, was ist denn jetzt hier unsere aktuelle Serie? Wir haben 4 Spieler in Folge getroffen. So, wen haben wir denn hier? Ich gucke in erster Linie auf die Namen, Milo Ritschel. So, schaffen wir vielleicht auch mal 2 Siege in Serie. Ich merke gerade, dass ich Konditions- und Frischewerte verwechselt hatte. So, Transfers. Lorente wechselt von Leeds United für 7,5 Millionen Euro nach Wolfsburg. Ebon von Astana. Welches Land ist das? Das ist Kasachstan. Muss ich sogar bei der Flagge nachgucken. Für 1,1 Millionen nach Jan Regensburg. Es scheint so, als hätten die meisten Vereine ihre Transferaktivitäten weitestgehend eingestellt. Gimba wechselt von Regensburg nach Atletico de San Luis für 1 Million Euro. Haraguchi verlängert bei Hannover, Jung verlängert bei Karlsruhe, Ngakam verlängert bei Hertha, André Weiß verlängert bei Viktoria Köln, Timo Pertl verlängert bei Magdeburg. Ja, und nach diesem Sieg werden wir jetzt auch keine Spieler verpflichten, sondern weiterhin auf die Jugend setzen. Julian Riekmann verbessert sich, Dario Krull, oh, erreicht direkt eine ganz neue, naja, wird abgewertet, der 14-Jährige. Wie kann das denn passieren? Das ist die erste Abwertung, die ich hier jemals sehe. Vor allem von so einem jungen Mann. Muss mal gucken, was das zu bedeuten hat. So, in dieser Woche sollen wir einen Spieler zum Fanclub schicken. Wir schicken einfach mal den Herrn Brandt. Ist wahrscheinlich jünger als die meisten Fans. So, wir trainieren in dieser Woche das Offensivspiel. Romano Schmid hat sein Trainingsziel Torriecher erreicht. Trainiert jetzt Flanken. Wir fliegen nach Hoffenheim. Leverkusen interessiert. Ah ja, der Deadline Day steht bevor. Capino möchte ich nicht abgeben. Ich habe, wie gesagt, es sei denn, wir verkaufen jetzt noch viele Spieler, je nachdem, wie die Angebote kommen. Marco Friedl wird angeblich beobachtet. Ein Sieg gegen den Tabellenletzten Hoffenheim. Dann dürfte alles auch tabellarisch gut sein. Christian Groß wird umworben von Al-Raihan SC. Katar. Nein. Ole Springer wird umworben. 17.000 Euro bieten sie mir. Tatsächlich. Noch einen Kasten Bier dazu vielleicht. Um den Preis zu verdoppeln. So. Dieses Angebot reicht mir nicht. Ein paar junge Leute ausleihen könnte man. Aber da kommen ja keine Angebote. So, jetzt gegen den Tabellenletzten zu verlieren, wäre natürlich auch ein Statement. So, nach dem letzten Spiel ändere ich nichts, außer dass wir auswärts ein bisschen mehr auf Konter setzen. Mit unserer Spezialtaktik wird alles gut werden. So, gegen den Tabellenletzten, die nur einen Punkt aus den letzten 5 Spielen holten. Nein, wir sind auch nicht viel besser. 11 Meter für uns in der 11. Minute. Niklas Füllkrug läuft an und schießt vorbei. Ja, Prost Mahlzeit. Wir sehen hier, glaube ich, meistens eher verschossene 11 Meter, wenn wir mal 11 Meter sehen. Oh Mann. Jack Zimmermann. Haben alle Schiedsrichter englische Namen hier? Hübner, also englische Vornamen. Und dann aber so klassische deutsche Nachnamen. 23.000 Zuschauer, 10 Grad Pre-Zero Arena. Seit wann heißt die denn so? Was ist Pre-Zero? Naja. Zero sehen wir hier auf beiden Seiten auf der Anzeigetafel. Kevin Möwald steht im Abseits. Schaffen wir es mal wieder in Führung zu gehen. Hier haben wir noch eine Chance in der ersten Halbzeit. Außer dem verschossenen Elfmeter ist hier nicht wirklich was passiert. Füllkrug, der hat was gut zu machen. Wollte Made, der ist ja gut drauf. Baumann kann abwehren. Wollte Made noch einmal. Er ist überall. Trifft aber das Tor hier nicht. So, 0-0 steht's. Wir hätten natürlich führen müssen nach dem Elfmeter.
Es geht erstmal weiter so. Stunde gespielt, ich wechsle direkt jetzt mehrfach. Ja, Füllkrug, das wäre ihre Chance gewesen für den Treffer. Josh Sargent kommt rein. Der sieht auch, ja, ich habe es schon oft gesagt, aus wie der vom Cover des Mad Magazines. So, dann kommt auch Schönfelder mal für Schmied. Freistoß für Hoffenheim. Gegen Tabellennetzen haben wir durchaus schon mal verloren. Ich möchte es nicht beschwören. Und ja, immer wenn ich das sage, ich möchte es nicht beschwören, kriegen wir einen rein. Dabrowski bringt nämlich die Hoffenheimer in Führung. So, wir wechseln. Und zwar Defensivkräfte hier auf der Bank. Das ist ein bisschen schwierig. Schönfelder rückt mal in den Sturm nach vorne. Kruse rückt auch nach vorne. Und Park kommt rein. Groß geht einfach mal auf die 10 für Bittencourt. Und Fionucke kommt mal für Bevejkovic. So, und wir stellen auf extrem offensiv. Eckball Kevin Möwald. Flach Kruz. Fionucke. Ah, schießt vorbei. Hier beim Tabellenletzten verlieren. Nichts gegen Hoffenheim, aber wenigstens ein Punkt sollte ja wohl zu hören sein. Das schönste Land in Deutschlands Gauen, das ist mein Badener Land. Das reimt sich so wie Hoffenheim auf Stuttgart. Sessegnon dribbelt. Kramaric, ah, zum Glück viel zu hoch. Moisander, jetzt im Gegenzug. Kruz, Groß, Sargent, Schönfelder in den Winkel und das ist der Ausgleich. Es muss allerdings überprüft werden. Und das Tor wird wegen Fouls nicht gegeben. Ja, lecco mio, lecco mio. Skorf schießt und Campino kann abwehren. Dabrowski ist verletzt. Gute Besserung. So, Ekbal Kramaric. Dabur, Rudi. Brun Larsen. Hübner, Kopfball. Und das ist die Vorentscheidung. Das ist das 2:0. Aber direkt im Gegenzug. Wenn wir jetzt hier direkt den Anschlusstreffer erzielen, könnte ja vielleicht noch was gehen. Zweikampf hier. Skorf gewinnt den Zweikampf, leitet zum Konter ein. Ich glaube, wir beschenken mal wieder den Tabellenletzten mit Punkten. Ich meine, beschenken, das klingt so, als hätten wir hier eigentlich einen Sieg verdient gehabt. Das wäre jetzt auch gelogen. Hoffe, hoffe, wir sind Hoffe. Don't hassle the Hoffe. Ja, nach der überzeugenden Darbietung im letzten Spiel ist das jetzt hier bitter. Ich meine, es hätte natürlich auch ganz anders laufen können, wenn der Elfmeter mal reingegangen wäre. Aber ich fürchte, hier geht nichts mehr. Höchstens noch. Oh, Capino verhindert noch Schlimmeres hier. Und hier ist Hoffenheim eher am 3:0 dran als wir am 2:1. Sollte ich dann doch noch auf ihn verpflichten. 3:0 André Kamaric. Und wir verlieren mit 3:0 in Hoffenheim. Haben immerhin die Armen beschenkt. Wir bleiben auf Platz 14. Köln verliert 0:2 gegen Stuttgart, Hertha spielt 1:1 gegen Leipzig, Gladbach verliert 0:1 gegen Mainz, Bielefeld spielt 1:1 gegen Wolfsburg, Augsburg gewinnt 2:0 gegen Leverkusen, Frankfurt verliert 2:4 gegen Bayern, Freiburg gewinnt 3:1 gegen Union, Schalke verliert mit 1:2 gegen den BVB, Hoffenheim gewinnt 3:0 gegen uns, Gladbach damit schlusslich, wir haben 2 Punkte Vorsprung auf Platz 16, RB Leipzig jetzt auf Platz 2 in der Tabelle. So, Henning Grüner, schöner Name für einen Bremen-Fan. Ja, Jaden Kappes, das ist mein Lieblingsname von allen Namen, die ich hier bisher gelesen habe. Würdet ihr euer Kind Jaden Kappes nennen? So, Abdenego Nankishi. Befördert, aufgewertet. Jascha Brandt mit einer Trainingsverletzung, Oberschenkelprobleme. Marco Friedl, ja, der Deadline-Day steht noch bevor.
dass dann doch noch Transfermarktaktivitäten und kein Transfer über 1 Million Euro. Die lese ich dann auch nicht vor. Kadera Beck verlängert in Hoffenheim, Harbert Nielsen verlängert in Fürth, Karaman verlängert in Düsseldorf. Gruev verbessert sich, Jekyll verbessert sich. Ja, die ganzen jungen Leute verbessern sich, deswegen, wenn nicht ein hochkarätiger Abgang kommt, werde ich auch keinen Spieler mehr verpflichten. Sebastian Bornau, sieht ja fast so aus wie ich. Rookie des Monats, Erling Haaland, wird hier als Rookie gewertet. Sasa Kalajdzic gewinnt. 38% die Auszeichnung zum Rookie des Monats. So, dann im nächsten Part spielen wir gegen Frankfurt und gegen den 1. FC Köln. Das wird schwer gegen den 4. und gegen den 5. der Tabelle. Aber ja, wir tun uns ja meist eher gegen Teams, die unten drin stehen, schwer. So, wir gucken mal in die zweite Liga. Da sehen wir Hannover auf Platz 1. Den VfL Bochum jetzt auf Platz 2. Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. Dahinter der HSV, Regensburg und Nürnberg. Auf Platz 16 Sandhausen. Dahinter Braunschweig und Kiel. In der dritten Liga auf den Aufstiegsplätzen Uerdingen und Ingolstadt. Auf dem Relegationsplatz Unterhaching. Dahinter Duisburg, Dresden, Kaiserslautern. Auf den Abstiegsplätzen Mannheim, Verl, Saarbrücken, Lübeck und 1860 München. In den Regionalligen auf Platz 1 Havelse. Unsere zweite Mannschaft ist auf Platz 3. Auerbach auf Platz 1, der Bonner SC auf Platz 1, TSV Steinbach-Heilger auf Platz 1 und TSV 1860 Rosenheim. So, ist international hier mal was passiert? Oder was ist denn mit dem DFB-Pokal? Das Achtelfinale wurde noch nicht gespielt. Gab es denn jetzt mal internationale Spiele? Nein, auch immer noch nicht scheinbar. Na dann, so, wir sind jetzt im Februar. Im nächsten Part sehen Sie den Deadline Day und ja, sehen auch ansonsten, wie es weitergeht. Bis dahin, schönen Tag noch.